Lektion 310. In Furchtlosigkeit und Liebe verbringe ich den heutigen Tag. Diesen Tag, mein Vater, möchte ich mit dir verbringen, wie du beschlossen hast, dass ich alle meine Tage verbringen soll. Und was ich erfahren werde, ist überhaupt nicht zeitlich. Die Freude, die zu mir kommt, ist nicht von Tagen oder Stunden, denn sie kommt von Himmel zu deinem Sohn. Dieser Tag wird dein süßes Gemahnen sein, mich an dich zu erinnern, dein gnadenreicher Ruf an deinen heiligen Sohn, das Zeichen, dass deine Gnade zu mir gekommen ist und es dein Wille ist, dass ich heute freigelassen werde. Wir verbringen diesen Tag gemeinsam, du und ich, und alle Welt verbindet sich mit uns in unserem Lied der Dankbarkeit und Freude für ihn, der uns die Erlösung gab und der uns freigelassen hat. Wir sind dem Frieden und der Heiligkeit zurückerstattet. Heute ist kein Platz in uns für Angst, denn wir haben die Liebe in unserem Herzen willkommen geheißen. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und das ist selbstverständlich das Gegenteil von dem, wie die allermeisten Menschen ihre Zeit verbringen. Sie verbringen ihre Zeit in Angst und Urteil. Dein Leben Tag für Tag Furchtlosigkeit und Liebe zu widmen, entspannt dich in einer Art und Weise, die messbar ist. Du wirst sehen, dass deine Herzfrequenz sinkt. Du wirst sehen, dass deine Konfrontation und stressauslösende Ereignisse weniger werden. Du wirst bemerken, dass du Menschen in einer anderen Art und Weise beobachtest und dass dein Tag vollständig anders ist. Wir schlagen vor, dass du heute die Furchtlosigkeit genießt und willkommen heißt, als ein Experiment. Beobachte, wenn Angst in dir aufsteigt und die einzige Art und Weise, wie die meisten von euch das wissend werden, ist, wie sie sich fühlen, dadurch, wie sie sich fühlen. Du wirst ein Gefühl von Beklommenheit oder Beklemmung haben. Du wirst Ängstlichkeit fühlen in deinem Bauch. Fang dich heute selbst ein, wenn du einen angsterfüllten Gedanken denkst. Stopp dich selbst gleich sofort und sage, heute möchte ich furchtlos sein. Nichts Schlimmes wird geschehen. Wir möchten, dass ihr wisst, wenn ihr einen Tag der Furchtlosigkeit widmet, so wie diese Lektion euch das empfiehlt, dann ergreift ihr euren Geist und macht ihn euch wieder zu eigen. Anstatt dass ihr die Programme und die Vergangenheit euer Verhalten diktieren lasst, denn das ist alles, was Angst ist. Ihr würdet keine Angst haben, wenn ihr in eurem Geist keinen Glauben hättet, dass es irgendwie gefährlich ist. Ein Glaubensmuster, das vor sehr vielen Jahren dort eingepflanzt wurde, von irgendjemanden irgendwo, und du weißt nicht wer. Wenn du beschließt, dass du heute frei von Angst sein willst, dann holst du den gegenwärtigen Moment zurück und du entscheidest, dass die Zukunft anders aussehen wird. Du sagst, diese Zeit und diese Erfahrung ist meine, sie gehört nicht zur Vergangenheit und sie gehört nicht denjenigen, die mir beigebracht haben, Angst zu haben oder diese Erfahrungen, die mir gezeigt haben, wie man sich fürchtet. Heute ist eine neue weiße Tafel. Und das wird sich ausspielen in einem besseren Leben in der Zukunft. Viele Kurs in Wundern Lehrer werden sagen, es geht hier nicht darum, ein besseres Leben zu haben oder ein besseres Leben sich zu machen. Aber ein besseres Leben ist die Nebenwirkung von Liebe und Furchtlosigkeit zu wählen. Also es ist nicht notwendigerweise das Ziel, sondern die Nebenwirkung des Zieles. Und das ist, dass du deinen Geist zu dir zurücknimmst. Ergreif deinen Geist heute zurück und wähle, mutig zu sein und furchtlos. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.